mach doch mal den Müll sauber da. Habt ihr das gesehen, Leute? Er ist drüber gegangen mit dem Besen und der Müll liegt immer noch da. Also sind die Mitarbeiter hier komplett sinnfrei. Guck mal kurz nach bei der Sauberkeit. Oh, die ist auf einmal grün. Ja, was ist denn da passiert? Aber man sieht, dass der Balken auch immer weiter zurückgeht. Ganz langsam. Dekoration ist komplett grün. Tiersauberkeit ist auch okay. Tierzufriedenheit auch. Tierhunger auch. Gut, was kommt denn nun noch hier rein? Ich würde sagen, hier oben kommen noch ein paar Tiergehege hin. Und hier noch ein bisschen was für die Unterhaltung oder halt ein bisschen Deko, je nachdem. Guck da jetzt mal ganz kurz nach. Was hatten wir denn hier überhaupt? Ah, die Brunnen sind immer mit den Tierfiguren. Ich finde das ein bisschen blöd, dass man dann so eine Tierfigur hat im Brunnen. Da hätte man auch irgendwie was anderes nehmen können. Obwohl hier diese Zwergwachteln, die sehen sehr cool aus als Figur. Also im Brunnen drin. Was soll das? Ich wollte mir das vorher angucken. Ja, wie? Ist einfach nur alles grau? Hallo? Was ist denn das für ein Anzeigefehler? Dann kommt der Brunnen halt hier hin, obwohl da gar keiner angezeigt wird. Ah, Moment. Jetzt war er gerade da. Hat aber lang gedauert. Können wir den auch irgendwie aufleveln? Wir können den Brunnen aufleveln. Wow. Keine Ahnung, was das bringt. Kurz näher rangehen. Ah doch, das sieht auf jeden Fall sehr süß aus, ja. Gefällt mir auf jeden Fall mit den Zwergwachteln. Wie geht das denn? Hier war kein einziger Besucher. Keiner war hier und da liegt wieder Müll. Ah. Die Besucher, die kommen ja gerade erst alle von da und der Müll liegt trotzdem da. Keine Ahnung, was das soll. Ich glaube, da muss mal irgendwie mit den Entwicklern geredet werden, ob die das irgendwie übersehen haben oder vergessen haben. Weil man sieht ja auch nirgendwo, dass die Besucher irgendwie Müll in den Mülleimer werfen. Das sieht man ja nirgendwo. Die Mülleimer sind einfach da und dann sind die voll, ja. Und wie wäre es mal wieder mit einem Mini-Gehege? Mini-Gehege. Würde sagen, ich habe doch zuletzt die Tropenwiese platziert, oder? War das die Tropenwiese? Nein, oder? Ich glaube, das war der Tropenbaum gewesen. Aber hiervon haben wir noch gar kein Mini-Gehege. Das kommt dann hier oben an die Seite. So. Klar, wird hiermit verbunden. Mal kurz nachgucken, was kommt denn überhaupt hier rein? Flamingo hätten wir hier, Kaimane, roter Panda. Wer kommt hier rein? Gucken, wie sehen die aus? Mhm. Was ist denn mit den roten Pandas? Ach, da war ja was. Pablo der Panda, genau. Pablo. Aus einer alten So Tycoon-Folge. Kaimane, nee. Wer kommt jetzt hier rein? Würde sagen, Flamingos auf jeden Fall. Kuba oder Rosa, würde sagen, wir nehmen die aus Kuba. Die sind irgendwie viel farbenfroher, ja doch. Die sind rosa, die sind eher, was haben die für eine Farbe? Pink-rot? Rot-pink? Ist eher so ein dunkelrot auf jeden Fall. Ja. Dann nehmen wir hier einmal Candy. Okay. Candy und dann nehmen wir noch den hier. Und wir nehmen ihn noch. So. Alle da. Kurz beobachten. Kuckuck. Ja, die haben auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Farbe, ja. Gefällt mir sehr gut. Und die haben gar kein zu essen. Nein, es ist leer. Obwohl es ja komplett aufgefüllt ist, laut der Anzeige.
ist halt auch so ein Animationsfehler, ne? Die Behälter sind leer, obwohl die ja was zu essen haben. Ich glaube, die machen gar nichts, ne? Die laufen jetzt die ganze Zeit hier nur in Zeitlupe rum. Hätte ja irgendwie gedacht, dass sie noch irgendwie kurz mal nach oben laufen, irgendwie bis dahin oder so und dann wieder zurückkommen. Aber die bleiben die ganze Zeit da unten drin. Na gut, dann ist das halt so. Und Mülleimer? Ich muss die ganze Zeit hier die Mülleimer beobachten. Mülleimer! Wo seid ihr denn? Ach, hier sind gar keine Mülleimer mehr. Okay, dann machen wir weiter. Also. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus hier. Seitdem es keine Baulimitierung gibt, kann man auch hier so einen kompletten Zoo bauen, ja. Mal von hier unten ausgehen. Hat ja hier irgendwo angefangen. Das war das erste Gehege mit den Alpaka-Tieren? Genau. Toiletten waren danach da. Dann kamen die Mini-Gehege. Känguru haben wir da. Hatte dann hier irgendwo weitergemacht. Bin dann hier über die linke Seite rübergegangen. Hab dann hier weitergemacht. Hab auf jeden Fall bereits einiges hier platziert. Müsste normalerweise mal runtergehen und einfach so rumlaufen halt. Von A nach B. Wenn ihr darauf den Bock habt. Klar, es wird auf jeden Fall von mir gemacht am Ende. Wenn hier kein Platz mehr ist. Aber die Frage ist, ob das auch vorher gemacht werden soll. Wer wohnt hier nochmal? Hier wohnen doch die... Ach genau, die Antilopen, ja. Aber, wo sind die? Da vorne ist eine Antilope. Da ist die andere Antilope. Da ist noch eine. Eine fehlt. Antilope. Ich habe auf jeden Fall drei Antilopen gesehen. Wo ist die andere Antilope? Die ist einfach abgehauen. Oh nein. Die wurde einfach entführt. Oder die ist da in der Höhle drin. Das kann auch sein. Obwohl, bis jetzt ist noch kein einziges Tier in die Höhle gegangen. Weder hier, noch halt bei den anderen Gehegen. Die haben ja hier auch im Tropengehege. Haben die hier auch eine kleine Höhle. Habt ihr bis jetzt noch kein Tier gesehen, was da reingegangen ist. Keine Ahnung, wofür dann überhaupt die Höhle da ist, wenn da kein Tier reingeht. Hier ja wiederum genauso. Wer wohnt denn hier im Moment? Das sind die... Ach, die Lamas, okay. Hier sind alle draußen. Genau, das eine Lama liegt da unten. Ach, wie süß. Ist am Pennen, oder? Ja, einfach so mitten im Nirgendwo. Das könnte da auch in die Höhle gehen. Ja, ne? Das könnte einfach in die Höhle reingehen. Ach, wieso liegt das dann da einfach so? Bist du krank, Lama? Mal kurz nachgucken. Nee, ist alles komplett grün auf jeden Fall. Normalerweise können hier noch ein paar mehr rein. Also. Erstmal kurz gucken, was war das für eine Lama-Art? Ah, Alpaka. Ich dachte, das wäre ein Lama jetzt. Suri-Alpaka, okay. Also, wo sind die? Ach, das waren die hier, okay. Dann kommt die Kleine hier noch rein. Und der Kleine hier, so. Dann wurden da ein paar mehr Alpaka-Tiere. Gut. Ich finde, die sind irgendwie so alleine, oder? Die sehen irgendwie so gelangweilt aus. Oder? Seid ihr zufrieden mit der Gesamtsituation? Ja, sind sie. Sind alle zufrieden? Ist überall grün. Im Moment, da vorne war gelb. Hier gelb. Ansonsten überall grün. Das müsste dann der Eisbär sein. Hier. Wen haben wir denn da? Kleine Baby-Eisbär. Die Frage ist, was hat er für Probleme? Hunger, Sauberkeit? Gehege bearbeiten, Haufen. Mach mal weg. Ja, Essen haben die auf jeden Fall noch genug. Wasser ist auch noch da. Na gut, würde sagen, wir machen mal weiter.
könnte da normalerweise noch ein Mini-Gehege hinsetzen, oder? Ich finde die Mini-Gehege irgendwie interessanter als die normalen Gehege, weil die kleinen Tiere, die sehen einfach ja so süß aus, Leute. Sind so toll animiert. Ja, was nehmen wir denn da? Tropenbaum. Da fehlen auf jeden Fall noch die Faultiere. Ah, was nehmen wir denn? Tropenwiese. Ja, wir nehmen einfach mal die Tropenwiese. Die kommt dann hier hin. Das wird dann auch wiederum mit der Seite hier verbunden. Wir könnten dann kleinen Carboni reinsetzen, oder? Carboni aus Ark. So haben wir den da genannt. Ameisenbär haben wir. Tapire. Was haben wir denn hier? Nee. Flachland-Tapir. Ich würde sagen, wir nehmen den kleinen Carboni hier. Aber was für eine. Ich würde sagen, eine Mindestgruppengröße ein Tier. Zwei Tiere. Ein Tier. Da wird auch ein Tier angezeigt. Ja, dann nehmen wir halt die hier. Adam und Eva wird hier angezeigt. Gut, dann nehmen wir Adam und Eva auf jeden Fall. Moment. Wo ist Eva da? Das hat ja irgendwie gerade sehr gut gepasst. Also normalerweise sind die Namen ja irgendwie eher so zusammengewürfelt, aber... Oder die haben das extra gemacht. Genau, Adam und Eva im Carboni-Doppelpack. So. Guck, guck, macht ihr auch was? Nein. Die können mir auf jeden Fall den Finger abbeißen, ja. Hey, wie guckst du? Hm, guckst du zu mir? Ja. Die sind sehr langsam. Und wie sollen die da oben an das Futter drankommen? Sollen die etwa da so hochklettern mit Räuberleiter und dann an das Futter drankommen oder wie? Ich finde es auch ein bisschen blöd gemacht. Dann sollten die doch, wenn, das Futter auf den Boden legen. Aber wie soll man da oben dran kommen? Ich hoffe, die machen gar nichts irgendwie. Ich hatte gedacht, dass die irgendwie einmal wenigstens im Kreis laufen, aber nein.